Das Gebet ist nur ungültig, wenn man im Zustand der Unreinheit betet. Das heißt, dass man selber keine Tahara-Manawiyah hat, zum Beispiel, dass man kein Wudu gemacht hat, oder dass man Najasa auf der Kleidung hat oder auf dem Boden an dem Ort, wo man betet. Aber damit ist nicht das Zimmer gemeint, sondern genau der Ort, wo man betet. Das heißt, wenn dich der Hund zum Beispiel lecken würde, musst du kein Wudu machen, sondern musst diese Stelle abwaschen. Wenn diese Stelle verunreinigt ist, lege einfach einen Teppich darüber und bete dort. Das Gebet ist dann nicht ungültig. Wenn der Hund beispielsweise geleckt hat an deinen Klamotten, musst du diese Klamotten auswischen. Das ist ganz einfach. Aber nicht, weil der Hund dort irgendwo ist, ist das Gebet ungültig. Und es kommen dann immer wieder Leute und erzählen, wenn ein Hund einen geleckt hat, muss man duschen. Das ist völliger Blödsinn. Es ist alles, das sind Märchen aus Tausend und einer Nacht, die kein Hand und Fuß haben. Und nach Imam Malik ist der Hund sowieso kein unreines Tier. Das ist also eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten.